Die Ausstellung «Auf der Suche nach der Wahrheit, wir und der Journalismus» ist in vollem Gang. Die stellvertretende Direktorin vom Kulturmuseum, Monika Mehr, stellt das Wichtigste kurz vor. Die Ausstellung ist in verschiedene Teile aufgebaut. Einerseits ist das ein Projekt mit Zeitzeugen und Zeitzeuginnen, die sie gemacht haben. Den Journalistinnen und Journalisten kann man zulassen, auch Filmstationen. Dann werden verschiedene Medienereignisse vorgestellt, wo man sich ein bisschen über Geschichte informieren kann. Und dann gibt es noch andere Stationen. Es ist sehr partizipativ, interaktiv und eigentlich ja, kann jeder selber ein bisschen schauen, was ihn interessiert und ja, das spielerisch erleben. Die Medien spielen in der heutigen Zeit eine wichtige Rolle. Es gibt immer wieder Gerüchte, dass Fake News verbreitet werden. Das Thema wird hier auch behandelt. Das ist einer der Gründe, wieso es die Ausstellung gibt. Wir haben eigentlich gesehen in den letzten Jahren, wie wichtig die Medien sind in unserem Alltag und dass wir uns auf verschiedene Wege und über verschiedene Kanäle informieren. Und das ist sicher da ein Thema in der Ausstellung, die Veränderung in der Medienlandschaft und auch wie die Journalistinnen und Journalisten arbeiten. Und ich denke, das interessiert alle, das ist sehr aktuell, das brennt. Die Ausstellung ist sehr praktisch. Man kann sich wirklich in den Beruf als Journalist hineinversetzen. Zum Beispiel können alle Besucher einen Bericht lesen und dann entscheiden, ob es ethisch korrekt wäre, den zu veröffentlichen oder nicht. Nach 2 Wochen zieht Monika Mehr ein positives Zwischenfazit. Trotzdem hat sie noch einen klaren Wunsch, was den Rest der Ausstellung betrifft. Ich wünsche mir, dass das ein grosses Medien-Echo und ein Echo gibt, dass viele Besucherinnen und Besucher kommen. Und es gibt noch einen Wettbewerb, wo man mitmachen kann und eine Geschichte selber recherchieren und einreichen. Sei es jetzt als Podcast oder als geschriebener Text. Und man kann Preise gewinnen und da hoffen wir schon, dass da noch Ältere und Jüngere mitmachen. Die Veranstalter erwarten auf das Wochenende viele Besucher. Die Ausstellung ist jeden Tag offen und ist noch bis am 2. Juli im Kulturmuseum St. Gallen.